Afrika, Mosambik, Sambesi-Delta, Büffeljagd. Die Jagd im Waldgebiet des Sambesi-Deltas hat Expeditionscharakter. Der ständige Daseinskampf ist hier hautnah zu spüren, die Evolution allgegenwärtig. Das verlangt nach Stabilität und Stärke und unverwüstlichem Equipment. Meine Mauser M98 Magnum geht mit mir durch dick und dünn. Ein absolut zuverlässiger Begleiter und eine echte Lebensversicherung bei der Jagd auf Büffel im dichten Busch. Das Gebiet ist abenteuerlich und einzigartig. Dichter Regenwald, Mahagoni-Sandwald und Freiflächen mit Papyrussumpfgebieten wechseln sich ab. Das Klima fast tropisch durch die Nähe zum Indischen Ozean. Zahlreiche Vögel und Insektenarten bevölkern das Habitat der Büffel. Außerdem gibt es reichlich Antilopen und anderes Wild. Rotucker, Rappenantilope, Buschbock und Nyala sind ebenso häufig wie Riedbock, Impala, Eland, Suni, Hartebeest und Warzenschweine. Die Schussentfernungen im Wald sind oft kurz, freies Schussfeld selten und es muss schnell geschossen werden. Das Kaliber 416 Rigby ist ideal für die Waldjagd. Leises Pirschen und richtiger Wind sind entscheidend bei der Jagd. Wir suchen einzeln ziehende Büffelbullen. Aber als Open-Sight-Jäger nutze ich jede Gelegenheit, wild anzupirschen. Und wenn das Alter passt, auch zu erlegen. In einer großen offenen Senke haben wir auf weite Entfernung Warzenschweine ausgemacht. Ein großer Keiler scheint dabei zu sein. Und wir versuchen unser Glück und kriechen das Wild über die offene Fläche an. Der Weg ist weit. Sehr weit. Aber der Wind gut. Und die Gelegenheit muss genutzt werden. Im Sichtschutz eines einzelnen Busches können wir uns dem Keiler bis auf 65 Meter nähern. Als ich ihn frei bekomme, fällt der Keiler im Schuss. Ein guter Anfang. Am nächsten Abend treffen wir auf einen abnormen Nyala-Bullen. Im Abziehen erkennen wir, dass er einen Lauf schont und entscheiden uns, die Antilope zu erlegen. Wir pirschen ihm im halboffenen Wald hinterher. Schließlich wird es ihm zu viel und er zieht eilig davon. Aber er ist offensichtlich krank und die Dunkelheit bricht schnell herein. Poen schnallt nun seinen Terrier Didi, um den Bullen zu bekommen. Kurze Zeit später gibt der Hund Standlaut und wir nähern uns schnell dem Ort des Geschehens. Im dichten Bewuchs kann uns der Nyala nicht sofort ausmachen. Und als der Hund in sicherer Entfernung zum Stück ist, lasse ich fliegen. Und der Bulle verendet wenige Sekunden später im Laub des Waldes. Eine aufregende Jagd mit einem glücklichen Ausgang. Der Bulle trägt eine abnorme Trophäe und wird von der gesamten Mannschaft auf klassische Art zum nächsten Weg getragen.
Immer noch haben wir keine Büffel gefunden. Als wir völlig unverhofft mit einem Duggerboy zusammentreffen, ergibt sich eine Chance. Wir folgen dem Büffel in den dichten Busch. Die Trecker Santos und Albino halten die starke Fährte mit Leichtigkeit. Aber das Sicht beträgt nur wenige Meter. Zu wenig. Denn der Bulle bekommt uns auf nächste Entfernung mit und geht krachend ab. Wir folgen ihm noch 1 bis 2 Stunden auf der Fährte. Er ist jedoch zu gewitzt, zieht ohne Halt weiter und wir verlieren ihn. Wir müssen weitersuchen. Einen Tag später finden wir am frühen Morgen nagelfrische Fährten. Das Fährtenbild zeigt eine Gruppe Duggerboys von 3 bis 4 Individuen. Perfekt. Frischer Dung zeigt uns, dass wir nicht weit hinter den Büffeln sind. Auch haben sie gehalten, um zu äsen. So machen wir Boden gut und kommen näher. Das Habitat ist ideal. Frisches Gras bietet Äsung und der lichte Hochwald lässt uns gute Sicht. Plötzlich sehen wir vor uns eine Bewegung. Pone schaut konzentriert, aber schließlich stellt sich raus, es sind Rappenantilopen. Sie sehen uns und die ganze Herde geht flüchtig ab. Die Trecker Albino und Santos bleiben trotzdem konzentriert auf der Fährte und wollen weiter. Wir folgen den Fährten eine weitere halbe Stunde. Es wird nun heiß und der Wind fängt an zu drehen. Plötzlich wieder eine Bewegung vor uns. Büffel. Im Schatten eines Termitenhügels nähern wir uns dem Wild, um in Schussposition zu kommen. Pone hat einen guten Bullen aus der Gruppe ausgesucht und weist mich ein. Jetzt muss schnell geschossen werden. Auf 80 Meter hält der Bulle die Kugel schräg auf die Schulter. Die anderen Bullen ziehen unentschlossen ab. Mein Büffel ist jedoch nach 40 Metern runtergegangen. You shot well, he's down. Yeah, he's down. You shot very well. Go that way a little bit, we'll come. He's still breathing. Der Bulle erhält zur Sicherheit noch auf kurze Entfernung einen Fangschuss. See behind the shoulder? There's that white spot. Yes. Just below that. Wir sind am Ziel. Good shooting, well done. It was a longer shot. It was about 80, 90 meters, but you pulled it off very quickly.